Gedruckte Bücher in hoher Auflage gibt es seit dem 15. Jahrhundert. Trotzdem konnten sie nur die wenigsten lesen. Denn der Schlüssel zu den Büchern war nicht die Beherrschung der Muttersprache, sondern dass man Latein konnte. Bis ins 17. Jahrhundert war in ganz Europa Latein die wichtigste aller Sprachen. Wenn man im 16., 17. Jahrhundert an eine Universität gegangen ist, wie die Universität Freiburg, dann hat man die Vorlesungen und Prüfungen natürlich auf Latein gemacht. Und von daher waren alle Leute, die studiert haben, mal lateinisch vorgebildet. Und deshalb ist es kein Wunder, dass auch viel lateinische Literatur produziert wurde. 95% aller lateinischsprachigen Werke stammen aus der Zeit nach 1400. Von diesen sogenannten neulateinischen Werken sind bis heute nicht einmal die ganz wichtigen übersetzt. Konrad Zeltis ist vielen ein Begriff, ist der große deutsche Erzhumanist, derjenige, der die humanistische Bewegung von Italien nach Deutschland gebracht hat. Und es gibt ein Hauptwerk von Konrad Zeltis, die Amores, eine Elegiensammlung, die 1502 publiziert wurde. Ein sehr ehrgeiziges Werk, wo er versucht, Liebesdichtung mit Selbstbiografie, Autobiografie und einer Landesbeschreibung Deutschlands zu kombinieren. Und wir haben keine moderne Edition des Textes, wir haben keine Übersetzung, wir haben keinen Kommentar dazu. Das ist ein bisschen so, wie wenn die Engländer keine Shakespeare-Edition hätten und wir in Deutschland keine Goethe-Edition. Die Philologen an der Universität Freiburg haben ihre Neulateinforschung ausgebaut. Dabei arbeiten sie mit ausgewiesenen Experten aus Österreich zusammen. Mich freut, dass wir jetzt mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut in Innsbruck zusammenarbeiten können. Das eine Institution ist, die sich ausschließlich der lateinischen Literatur der frühen Neuzeit widmet und damit ja ziemlich allein in der Welt dasteht, ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir konzentrieren uns auf drei Bereiche, nämlich auf die Bereiche Politik, Religion und Mentalitätsgeschichte. Und in diesen Bereichen hat die lateinische Literatur dieser Zeit großen Einfluss genommen auf wichtige Themen der Zeit und damit auch auf die Entwicklung des modernen Europa. Eine der Freiburger Forschungsarbeiten ist die Dissertation über eine Schrift des Philosophen Thomas Hobbes. Als Hobbes in der englischen Gebirgsregion Peak District weilte, schrieb er einen weit beachteten Reisebericht. Das ist ein Werk, das in dieser Zeit relativ beliebt war, das viel gelesen wurde und ganz moderne Diskurse reflektiert, aber es wurde von der Forschung bisher noch kaum behandelt und auch noch nicht übersetzt. Deshalb war es ein großes Anliegen, erstmal eine Edition dieses Textes anzufertigen mit einer Übersetzung, einer Einleitung und mit Kommentaren zum Verständnis. Interessant in seiner Darstellung ist, wie Hobbes Berge wahrnimmt. Hatte man Berge vorher als etwas Düsteres und Bedrohliches empfunden, so beschreibt Hobbes sie als einladend und positiv. Dieses Gedicht ist eines der ersten Gedichte über eine Reise innerhalb von England, dass man also seine eigene Heimat zu erkunden beginnt und das eben in lateinischer Sprache und nicht in Form von einem Prosa-Bericht, wie wir es heute kennen, sondern in Form eines Gedichts. Ungewöhnliche Formen der Dichtung haben die Neulateiner an einem Ort entdeckt, an dem es niemand vermutete. Am Freiburger Münster gibt es an den sogenannten Patronatssäulen überraschende Inschriften. Diese Inschriften, die sind in einem Stil gedichtet, kann man sagen, der nicht einfach Informationen überträgt. Der ist in diesem Jahr geboren, in jenem gestorben und hat dies und jenes getan, sondern das ist sehr emotionale, rhetorische Rede. Also ich habe hier die Übersetzung der Inschrift der Patronatssäule, die dem Märtyrer Alexander gewidmet ist. Hier siehst du den Märtyrer Alexander, der so viel größer ist als jener große Makedone. Damit ist Alexander der Große gemeint. Gewiss um so viel größer, als es größer ist, Städte zu bewahren, als sie zu zerstören. Sie beide haben viele Male den Feind niedergestreckt, aber oh ja, mit welchem Unterschied? Also, Sie sehen schon, der Sprecher ist hier sehr emotional mit seinem Ich beteiligt. So stellt man sich keine klassische Inschrift vor. Das war aber ein Stil, der in dieser Zeit sehr gängig war, so ähnlich wie wir es in heutigen modernen Gedichten in freien Versen haben. Es wurde bisher nie so gesehen, dieser Zusammenhang von moderner, freier Dichtung und diesem Inschriftenstil, wie er im
17. und 18. Jahrhundert gängig war. Und das haben wir, kann man sagen, dann auch neu entdeckt.